Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lost Vikings 2. Mit Hilfe des Kiemenhelms, den Erik von dem Roboter gestohlen hat, kann er unter Wasser atmen. Yeah. Das ist der Todesfurzer. Ich weiß, es ist verrückt, ja. Aber auch genauso nützlich, wie ihr sehen könnt. Nicht nach unten sehen. Auch hier nimmt man Schaden, wenn man zu tief fällt. Erik muss allerdings noch etwas tiefer fallen, um Schaden zu nehmen. Das ist natürlich praktisch. Dieser Pilz ist garantiert giftig. Aber wichtig für den Zauberspruch. Vorsicht! Das ist ein falscher Vampir-Fledermausflügel. Okay, Beljok. Aber beschwere dich nicht bei den anderen, wenn irgendwas schief gehen sollte. Ja, wirklich gut gemacht, Beljok. Hier lernen wir übrigens unseren ersten neuen Freund kennen. Fang den Wolf. Ich komme ja schon. Ha, ha, ha. Habt ihr schon mal einen Hirsch ohne Geweih gesehen? Also, ich noch nicht. Ja, Fang kann Walljumpen, wie ihr seht. Erstmal Schutz holen.
Sie labern ja immer nur Stuss. Fang sieht kein bisschen aus wie ein Schnabeltier. Das kannst du laut sagen, liebe Hexe. Oh, Erik zittert immer noch vor Frost. Ich glaub dir kein Wort, kleiner Frechdachs. Das ist übrigens Tomato als kleiner Junge. Da rechts unten ist Beljok. Habt ihr ihn gesehen? Ja, das hat er nun davon. Wenn er immer so rumschimpfen muss, braucht er sich gar nicht wundern, wenn das früher oder später auf ihn zurückkommt. So etwas habe ich auch im wirklichen Leben schon erlebt. Ah! Das war jetzt nicht wirklich clever, aber es ist ja nichts passiert. Das ist auch der letzte Level aus der ersten Welt. Das erkennt man an den Zutaten. Aber was ist eigentlich was? Das hier ist nicht ganz ungefährlich. Ja, das bist du selber schuld. Du hättest nicht so frech sein sollen. Die Gruselparty ist damit auch überstanden. Ja, hast nicht aufgepasst, oder? Das ist doch kein Schaf, ey. Können die auch einmal etwas anderes als Blödsinn plappern? Die
Diese Ritter können Angriffe von vorne abwehren. Ist wohl leider eine ziemlich dumme Zauberin. Ja, okay. Den Level machen wir noch in diesem Part. Keine Sorge, der Ritter kommt gar nicht so weit. Ach, diese Waage brauchen wir gar nicht. Ziemlich hässlich, diese Drachenköpfe, oder? Oh, ein Drache. Bloß in Deckung gehen. Den sehen wir übrigens auch noch in anderen Farben. So, Erik hat seine Aufgabe schon erfüllt. Jetzt gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ich mache dann auch gleich einen Schnitt. Ach, das geht doch eh in die Hose. Klingt irgendwie nach Street Fighter. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.